Moin Moin und ein herzliches Willkommen bei Finanzkuku. Heute das erste Video aus meinem neuen Büro. Aber wir legen direkt los und zwar geht es heute um 1000 Euro Cashflow, passives Einkommen mit Dividendenaktien. Und zwar habe ich hier einige Folien mitgebracht, einige Aktien herausgesucht, die ich auch selber in meinem Depot zum größten Teil habe oder auch auf meiner Watchlist. Shell habe ich ja in meinem Depot, gehört zu meinen Top 10 Werten, hat eine Dividendenrendite von derzeit etwa 3,6%. Das heißt, um hier 1000 Euro Dividenden zu erhalten, müsste man etwa 27.770 Euro investieren. Dann hätte man diese 1000 Euro an Ausschüttung. Bei McDonald's müsste man etwas mehr investieren. Hier ist ja die Ausschüttung, die Dividende, die ausgeschüttet wird, etwas geringer als bei Shell. Hier müsste man 43.500 Euro investieren, um 1000 Euro zu bekommen. Und bei Münchner Rückversicherung hier müsste man etwas weniger investieren als bei Shell, weil hier liegt, glaube ich, die Dividendenrendite bei 3,9 oder 4%, irgendwie sowas mit dem Dreh. Hier hätte man 24.500 Euro investieren müssen, um 1000 Euro an Dividenden zu erhalten. Dann haben wir zum Beispiel noch Amgen, die habe ich ja erst vor ein, zwei Monaten nochmal nachgekauft. Hier müsste man knapp 31.850 Euro investieren. Hier haben wir eine Dividendenrendite von 3,1%. Dann hätte man hier auch die 1000 Euro. So, bei Apple. Ja, Apple hat ja, glaube ich, eine Dividendenrendite von 0,6%. Also hier bekommt man wirklich wenig Dividende. Aber das Wachstum ist ja bei Apple gar nicht mal so verkehrt. Also hier müsste man 175.000 investieren. Dann hätte man 1000 Euro Dividende pro Jahr. Also hier würde ich es vielleicht nicht wirklich als Dividendenaktie bezeichnen, aber wollte einfach mit reinnehmen, um zu zeigen, wie auch kleinere Dividendenrenditen sich auswirken. So, dann haben wir GlaxoSmithKline aus dem britischen Raum, also aus Großbritannien. Die hatte ich auch, glaube ich, vor ich glaube, einen knappen Monat her war das, glaube ich, habe ich die nachgekauft gehabt. Oder war es 2 Monate? Ich weiß gar nicht so genau. Hier müsste man knapp 20.000 Euro investieren. Hier haben wir eine Dividendenrendite von derzeit noch, die soll ja gekürzt werden, ich glaube bei 5,2%. Also hier müsste man etwa 19.000 bis 20.000 Euro investieren. Dann hätte man derzeit 1.000 Euro am passiven Einkommen mit der Dividende. So, dann haben wir als nächsten, alle drei befinden sich bei mir im Depot. BSF habe ich auch erst vor kurzem wieder nachgekauft. Hier haben wir eine Dividendenrendite von 6%. Die sind ja heute wieder etwas gestiegen. Die Folie habe ich ja gestern gemacht. Da lag, glaube ich, die Dividendenrendite bei 6,1%. Heute durch den Anstieg, der Kursanstieg heute, glaube ich, liegen die auch nur noch bei 5,9 oder 6% vielleicht. Aber es ist um den Dreh, trotzdem ein sehr guter Dividendenzahler, wie ich finde. Deswegen habe ich auch nachgekauft den. Hier müsste man etwa 16.400 Euro investieren. Dann hätte man hier die 1.000 Euro Dividenden sicher. Mit 1.000 Euro Dividende kann man sich ja schon mal einen Teil des Urlaubs leisten. So, dann haben wir Coca-Cola. 35.000 Euro müsste man hier investieren, dann hätte man die 1.000 Euro bei Procter & Gamble, müsste man sogar fast 43.000 investieren, dann hätte man auch hier die 1.000 Euro im Monat. So, dann haben wir PepsiCo, auch ein sehr geiles Unternehmen, wie ich finde, habe ich das letzte Mal 2018, glaube ich, gekauft. Die sind einfach sehr, sehr teuer derzeit, aber dennoch sehr gut aufgestellt. So, hier müsste man 36.800 Euro investieren, wie ich es aufgeschrieben habe. Wir haben jetzt derzeit eine Dividendenrendite von 2,7%. Dann Bayer. Ja, Bayer habe ich auch schon lange im Depot. Ich weiß gar nicht, seit 2016 oder 2017 habe ich die schon im Depot. Haben ja auch einen ordentlichen Kursrutsch gemacht. Hatte ich auch mal nachgekauft gehabt, auch bei 60 Euro und bei 50 Euro. Hier müsste man etwa 27.850 Euro investieren, dann hätte man auch hier die 1.000 Euro. Dann noch British American Tobacco, ja, hier haben wir eine sehr hohe Dividendenrendite von etwa 7% aus Großbritannien, ja, Tabakwert. Hier müsste man nur 14.000 investieren, hätte man auch hier die 1.000 Euro an Cashflow. Dann haben wir, das hatten wir schon durch, die letzten hier noch die. So, die Allianz habe ich auch sehr stark nachgekauft, 3M habe ich nachgekauft, Unilever habe ich nachgekauft. Das sind die Käufe, die drei letzten Käufe, die ich, glaube ich, auch in den letzten 4 Wochen getätigt habe. Die Allianz
Liegt bei etwa 4,6, 4,5% Dividendenrendite. Hier müsste man 21.700 Euro investieren, dann hätte man auch hier die 1.000 Euro, 3M 24.000 und Unilever 23.000. Also man sieht hier, sie sind alle sehr ähnlich dabei. Unilever hat, glaube ich, eine Dividendenrendite von 4,2, glaube ich. 3M hat auch eine, glaube ich, 4,1 oder sowas in der Dreh, also alle um die 4%, sind alle sehr gute Werte, wie ich finde. Meine persönliche Meinung, keine Anlageberatung, ganz, ganz klar. Hatte ich, wie gesagt, vor 3, 4 Wochen auch alle nachgekauft gehabt, einfach um meinen Cashflow nochmal zu erhöhen. Ja, das waren jetzt mal so einige Beispiele, einige Unternehmen aus meinem Depot, mit denen man, ja, 1.000 Euro Cashflow generieren kann. So, das war's für dieses Video. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und würde sagen, wir sehen und hören uns wieder. Bis dann. Ciao, ciao.